Okay. Ah, guck mal. Ey, Kommandante. Ist hier gleich um die Ecke. Okay. Könnte auch der letzte sein. Oder der vorletzte. Ich kann mal gucken. Oh, wir haben fast alles. El Comandante. Nein, das da. Wird gar nicht angezeigt, wie viele es noch sind. Nicht? Nö, das zeigt was abgehakt. Ich höre doch was. Hier wieder mit dem Raketenwaffe bereit. Ach komm. Da unten ist der Kommandant. Der kommt gerade hoch, wenn du ihn siehst bei dir. Ja. Ja, genau jetzt muss ich nachladen, ist klar. Oh, fuck you! Ey! Was ist los mit dir? Ja, ich muss nachladen und in dem Moment rennt er auf mich zu mit seiner scheiß Pistole und schießt mich um. Warte, ich hab ihn gleich. Oh Gott, ist der schnell. Hab ihn. Und der hat noch einen anderen wiederbelebt unterwegs. Der ist wie so ein Blitz hier, wie so Flash Gordon hier. Ich hab's gesehen von oben. Wie Flash, was da immer. Durch das Lager gerannt, ey. Seh ich nichts. Fuck, ernst, ich reg mich gerade auf. Ja, du spielst auch schon zu lang. Er ist runtergefallen. Aber das Lager müssen wir uns genau angucken. Das sieht ziemlich cool aus. Hui. Muss eine Weile gedauert haben, dieses Treppengewölbe hier in diesen Fels zu schlagen. Ja. Auch die Bunker, ey. Kein Text, bin ich. Ach, ich habe was zu lesen gefunden. Ah, ich bin gerade kurz. Nee, du bist dort, okay. Ah, jetzt. Ja, hier am Tisch. Verlustmeldung. Mit größtem Bedauern teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Bruder gefallen ist. Stopp. Seine Einheit wurde in der Umgebung von Quan Tui in schwere Gefechte verwickelt und ist am zweiten Tag der Kampfhandlung gefallen. Schwerer Regen und Feindbeschuss machten eine Bergung aus einer Leiche unmöglich. Stopp. Das Mitgefühl um die Unterstützung der gesamten Einheit ist mit Ihnen. Stopp.
Ah, gut. Und er hat einen Kollaps, Walker. Jetzt höre ich Schüsse? Ja, oben wird irgendwo geballert. Okay. Dann stehst du hier mitten in diesem Bunker drin und tuff, 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 tuff. Ja, man verzweifelt, irgendwann an dem Verstand. So, das nächste Lager. Das vorletzte, ich glaube, danach war es das. Herausforderung. Ach, hier. Noch zwei Flachs. Noch ein Camp und ein Lautsprecher. Und das war der letzte Kommandant. Mhm. Ja, ich suche gerade den Ausgang. Na, ja, hier links hoch, genau. Achso. Ich wollte nur mal gucken, ob ich noch eine Waffe finde oder so. Ich sehe hier nichts mehr. Also, ist eh gleich rum. Ich denke mal, es sind noch die zwei Dörfer, dann war's das. Da vorne ist schon eine Rettung, wenn du auf mal die Map guckst. Wir waren sehr, sehr fleißig. Dem Sniper muss dann das ins Bein schießen oder so, und dann stirbt man. Was? Ach, da ist noch einer übrig. Moment, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich kann rechts in die Fuppe. Gesprengt. Er ist einfach gerade der. Oder du wurdest entdeckt. Willst du vielleicht den beiden meinen Sniper? Hm? Er leckt mich doch am Arsch, ey! Ich hab doch gerade gefragt, willst du vielleicht den beiden meinen Sniper? Ich weiß gar nicht, wo du bist und wo hier, weil, ey, ich bin komplett umzingelt gerade von dir, Mann. Ja, du. Bin ich bei dir. Du musst dich doch heilen. Du läufst wieder auf die Feinde zu. Überall sind Feinde, überall läufst du auf Feinde zu. Der mir Lauf wechselt zu dir, jetzt läufst du wieder in die falsche Richtung. Du warst richtig. Komm, dann lass uns zum Ziel laufen. Ja. Können die nicht die Hölle. Oh. Moment. Ich hab sie, da drüben! Pass mal auf, warte mal, bleib mal da, bleib mal da. Haben die die Waffe fallen lassen? Nö. Dann hätte ich einfach die Waffe gewechselt, jetzt bei der Sniper haben können. Für das letzte Dorf. Geht da mit dem jetzt. Jetzt kann ich sie sehen. Ich weiß nicht was, aber er kann es sehen. Also müsste aufpassen. Da ist ein Sniper da oben. Da war ein Sniper da oben. Raketenwerfer-Sniper. Da ist wieder. Der ernsthaft Alarm ausgelöst? Warum das denn? Hat man nicht. Jetzt so, Alarm.
Okay, aber sie können nicht doch meine Verstärkung rufen. Es kommt halt ein Heli. Vielleicht kommt da auch kein Heli, bloß ein Jeep. Noch zwei Typen. Einer noch, aber den komme ich gerade nicht ran. Ich muss warten, bis er hier zu mir herkommt. Moment. Roger. Jetzt komme ich halt selber runter. Schiebe ich hier extra meinen Kollegen los und was passiert? Nichts. Roger. Ist aber auch der gechillteste hier auf der Base, ne? Du hast die Geisel umgebracht. Warum? Rette die Geisel. Da. Scheiße, wo bist du? Wie kamst du da rein? In dem Bunker. Da rasten mehrere Flammenwerfertypen voll aus. Ich hab da niemanden umgebracht. Du hast die Granate reingeworfen. Ja, weil da tausend Flammenwerfertypen rumrennen. Firebase Echo, Python 2-5. Ein Gefangener wurde befreit. Ein bisschen übertrieben gerade. Und schon wieder down. Was für eine Schwierigkeitsstufe hast du denn eingestellt, ey? Natürlich hart. Nein, ich hab keine Ahnung, ich hab eigentlich nichts geändert. Geändert. Python 2-5, feindliches Camp wurde neutralisiert. So, nach 4 Stunden hat es jetzt diesmal gehalten. Gut, Magazin komplett geleert und der Gegner ist gerade eben gestorben. Okay. Scheißgewehr, ey. Komm, wir wechseln. Wir haben ja noch ein bisschen was. Mal gucken. Ich nehme die AK jetzt erstmal wieder. Ja, kannst du hier haben mit Schalldämpfer. Die, was ich habe. Und ich nehme dann M16. Ah, du bist immer noch da unten. Wo ist das M16? Du hast dann mit der AMK irgendwas. Dein Schall gedämpft ist. Ist so. Weg. Die ist weg. Ja, da ich hab's hier getauscht und. Fast hätte es mich erwischt. Bei mir liegt nichts. Bei mir liegt nichts. Hier, jetzt hast du die mit Schalldämpfer. Willst du auch noch einen Sniper? Du alter nee, nee, nee. Sicher? Nein, das hier trifft bei einem Schuss. Alles klar. So, wo ist das Büchchen? Die haben doch immer hier ein Büchchen, oder? Irgendwas muss doch hier zu lesen sein. Ah, hier. Ich glaube, der Kommandeur ist kurz davor, unter dem Druck zusammenzubrechen. Er hat uns alles verkabeln lassen, damit wir schnell die Unterstände kommen. Das ist lächerlich. Nur ein Idiot würde diese Dinger benutzen. Wir sollten die Zeit nutzen, um uns eingraben und auf den nächsten Angriff vorbereiten. Stattdessen befolgen wir Befehle eines Irren. Ja, alle Kommandore sind jetzt tot, ey. So. Wir haben es gleich. Ich freue mich ein bisschen. Oh. Sehe ich irgendwo den Schwierigkeitsgrad? Nee, das ist schon... Wenn die von allen Seiten kommen, ist das einfach schwierig. Hatte ich ja auch, als ich alleine gespielt habe. Das ist ja noch schwieriger dann, weil du keinen hast, der dich aufheben kann. Erstmal.
Ja, ich schätze mal, hier werden dann auch die letzten Mörser-Dinger sein. Ja. Ah ja, ich habe ja heute die letzten Folgen noch von Far Cry 5, also vom richtigen Spiel. Es waren 80 Folgen. 80 Folgen, wow. 80 Folgen, genau. Wo ist denn meine Markierung hin? Ach, hast du das Ding schon kaputt gemacht? Ach so, den Lautsprecher, ja, ja. Ah, okay, weil ich hab's gerade nicht gerafft. Ach so. Tja, jetzt verstehe ich zwar nicht, wo das letzte Ding ist. Wir können mal hier drüben gucken. Mein Luftangriff ist hier nicht verfügbar, aber wir müssen ja noch eine Station haben. Oder ist die beim letzten Punkt, wo wir hin sollen? Also wir haben hier... Wir haben... Eins, das ist das Felsengeschütz. Dann haben wir einmal die Firebase Bravo. Tempelgeschütz. Könnte sein, dass es da ist, wo du gerade markiert hast. Das sieht von dem, vom Platz her, von der Landschaft so aus. Wow. Boah. Wir brauchen Hilfe. Wir werden von zwei Luftabwehrgeschützen geschossen. Kümmern Sie sich darum, verstanden? Alter, wie es hier abgeht. Oh, das sind auch welche von uns dabei. Ja, aber nicht mehr so lang. Oh, daneben. Bam! Ich habe eines ihrer Geschütze ausgeschaltet. Warst du das? Ein Geschütz habe ich zerstört gerade, ja. Da muss aber noch eins sein. Weiter hoch, den Hügel da, wo wir gerade waren. Hier drüben ist nochmal ein... Ist das Freund oder Feind? Das ist Feind, da mach ich den nochmal tot. Also mit dem weißen Pfeil ist Freund. Nee, da war ein... Ah, Hunter. Da ist ein Geschütz noch. Ja, linke Seite, genau. Das Ding da, wo ich gerade den Typ weggeballert hab. Nee. Ja. Komm mit ein paar Lumpen hier. Ja. Ein paar Lunkies. Und. Okay, das zweite Geschütz ist ausgeschaltet. Danke, Mann. Jetzt müssen wir die LZ für den Abflugvogel säubern. Python 25, wir halten mehrere Jägerstaffeln bereit. Was Sie auch brauchen, Sie bekommen es. Sie gehören Ihnen. Schicken Sie sie dorthin, wo es richtig wehtut. Oh, woher? Was? Ich sehe es, Moment. Der saß an einem fetten MG dran. Ja, ich bin gestorben und sofort neben dir aufgetaucht. Ja, der hat dich mit dem fetten MG weggeschossen.
Ja, und jetzt ist da rastet einem Raketenwerfer aus. Ja, der hat uns gesehen. So, hab mich erstmal geheilt. Hey, du sollst. Boah. Warte mal. Ach, jetzt hat der Raketenheiz sich bewegt. Ah, und seinen Kumpel zu helfen, das ist schön. Da kommen wir da hoch. Dann stirbt ihr beide. Wo gehen denn meine Granaten hin? Granaten? Ich bin. Ja. Blöd oder was? Wie verzieht der denn? Wow! Sehr geil, wenn du die Rakete auf einen zufliegen siehst. Alter, das gibt's nicht. Jetzt! Die letzten zwei waren die Härte. Ich habe immer nur ein Bein oder sowas erwischt. Und dann hat immer der eine den anderen wieder hochgezogen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir alles haben hier. 100%. Alles abgehakt. Ich würde mir sagen, wir haben es durchgespielt. Herausforderungen sind auch alle abgeschlossen. Ja, nur einen Kollegen konnten wir nicht retten. Ja gut, der hat leider gemeint, er muss sich umbringen. Und hat dann auch nichts mehr ausgehalten. Also. Hast du irgendwas ausgelöst? Nein, ich habe jetzt einen auf ausrastenden John Rambo gemacht. Achso. Das ist halt so gefehlt, wenn du vorbei verlaufen. Einfach versehentlich einen Typ verschossen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, interagieren. Bist du bereit? Oh. Halt, liegt hier noch irgendwas rum zum Lesen? Hier jetzt gerade nicht. Ich will mich trotzdem noch kurz umgucken, nicht dass ich jetzt hier irgendwas. Ich befürchte, wir müssen jetzt noch halte durch, bis der Hubschrauber kommt oder so. Ja, das kann gut sein. Sobald du die Dokumente an dich nimmst, beginnt die Abholung. Wenn du die Abholung begonnen hast, gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit? Ja. Haben Sie die Dokumente gefunden? Ja, scheiße. Verteidige den Abholpunkt. Wo ist denn das fette MG? Ich war doch vorhin ein fettes MG. Ja, tschüss. Was denn? Ja, ich bin erwischt worden. So. Wo liegst du? Der Kumpel hat schon gerettet. Achso. Ja, ich stell mich jetzt an die fetten NGs, dann geht das halt nicht immer.
Hohoho, Krieg und Vorurteil. Hallo? Oh, da oben, scheiße. Helikopter im Anflug. Ah, zwei! Ich lieg. Einen konnte ich wegbatschen. Das ging ganz gut. Holla, ja holla, heute geht holla um die Welt. Holla. So. Far Cry, das Schwarz-Weiß-Spiel. Dankeschön. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wow. Na schön, hier ist alles klar. Es ist grün. Grün. Grün, grün, grün. Mit den Zielen. Ja. Was? Nein, 4,5 Stunden haben wir gebraucht. Oh, nicht schlecht. Jo. Was? Geht weiter. Junge, heb ab, Junge, Mann. Ja, super, auf meiner Seite ist gar nichts. Ich will nicht über deine Schulter schießen. Ja, aber so wirklich triffst du auch nichts hier. Und tot. Ich glaube, du schießt einfach nur heute. Hast du nicht genug Zielwasser getrunken, ne? Ich bin dabei. Oh. Ja, der ist doch besoffen, der Pilot, ey. Aha. Feuerwerk. Ah. Hast du gerade auf den Piloten geschossen? Ja. Ja. Yeah! Oh! Du kannst auch auf die Blindgänger schießen. Dann explodiert die ganze Scheiße. Guck mal. So. Ich war der Meinung, auf der Brücke, wo ich gerade geschossen habe, war ein Blitzcontainer. Waren rote Fässer und grüne Container. Herausforderungen! Rettet Joker, gerettet! 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 Alter, guck dir das an! Gut, dass der eine Tote ja nicht berechnet wird, okay. Yeah! Standardmodus, bildet was? 9? 9? Was? 9 Stunden? Also ich dachte, die sind besoffen. Wir haben 4,5 mit Zimmer. Ja, aber für jeden, dann sind wir bei 9 Stunden.
Aha. Ja, das, jeder von uns hat 4 Stunden investiert und sitzt knapp 9. Okay. Gut. Nehmen wir so an. Ja. Achso, Bestätigung, ja. Neue Schwierigkeit freigeschaltet. Überlebens- und Actionfilm-Modi wurden freigeschaltet. Actionfilm-Modi. Wendels Geschichte. Ja, ganz nett. Ein bisschen schwer, stellenweise. Vor allem, ja. Weil die Typen nicht einfach so schnell sehen. Also. Ja, also wenn du das alleine spielen musst, das ist schon krass. Also. Ja. Als hätten sie das ein bisschen runtergedreht mit wie schnell die sie sehen, dann wär's perfekt. Aber teilweise haben die dich ja durch hunderte Kilometer vom Dschungel gesehen. Ja. Weil du da mit deinem grünen Hemd über das Gebüsch raus bist. Ja. Aber wir haben es zu zweit ja wirklich gut hingekriegt jetzt. Ja. Also, zeitmäßig kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Nö. Ja, überleg dir was für 12 Stunden oder 24, oder was auch immer für einen Stream du machen willst. Ja, das ist nicht schlecht, ich dachte 6 Stunden ist eher alles zu spät. So, irgendwann. Weil ich hab mal den nächsten Samstag Beine. Also nächste Woche Samstag muss ich Spätschicht arbeiten. Muss ich ab 14 Uhr, also dann müssten wir gucken, wie wir das. Dann mach ich was anderes. Da wird das nix. Nö, da kann ich halt die Folgen lang ist auch noch ein bisschen. Also da kann ich halt erst ab abends 20 Uhr oder wir müssen. Ja, Sonntag ist ja ein anderes Programm. Ja. Ja, morgen geht's auch schon weiter. Ich denke mal ab 15 Uhr kann man morgen. Okay. Ja, ich guck Formel 1 noch. Der spielt mir wieder TTT. Ja. Ab 4 bis 5 Uhr machen wir dann. Good shit. Ich glaube, der Cup-Up muss schon euch dazu spielen, aber nicht 100%. Bei Widget schon wieder? Ja. Aha. Hat auf jeden Fall ein Update gemacht und dann ist da noch was dran von New Location oder sowas. Aha. Gut. Irgendwie sowas schon dran. Ja. Gutes DC. Hat Spaß gemacht. Ja. Setting hätte ich auch. Keine Frage, gerne größeres. Aber dann halt den Spielplatz gerade ein bisschen angepasst. Ja. Obwohl, Tunnel-Ding hatten wir eigentlich ja schon sowas. Das war die Pirateninsel. Parkour 3. Ja, aber das war doch nochmal eine andere Nummer jetzt, fand ich. Also, es war. Der Dschungel war halt immer härter, weil du auch nie wusstest, wo die Typen sind. Also jetzt war wirklich so, weil überall die einfach waren im Dschungel halt, ne, in den Sträuchern, die Gegner auch. Was aber auch schön war, wenn du gedrückt bist, haben die so gut auch nicht gesehen. Ja, das war, ja. Also so Rambo-mäßig einfach durchlaufen, alles niedermähen, ist da nicht so möglich. Nee, glaube ich auch nicht. Also wenn dann bloß lautlos wie Rambo 3, wo er am Anfang noch mit dem Bogen und sowas macht, hantiert. Luftangriff haben wir jetzt leider gar keinen gemacht, aber hat sich irgendwie auch nie gelohnt, weil wir hatten mehr davon, wenn wir es leise angegangen sind. Ja, das stimmt. Und andere Pfeile habe ich jetzt auch nicht probiert. Wir haben die ganzen Waffen damit alle mal gezeigt. Also am Ende haben wir nochmal die großen rausgeholt, aber die kannten wir schon. Ja. Also dieses DC kriegt, oh, was sagt man so? 8 von 10 Punkten, ja. Ja, das ist okay. Paar Kleinigkeiten hat, auch dass seine Waffen ziemlich ungenau sind. Ja, also ein bisschen was Dummes machen, aber es hat ja schon Far Cry 5 das Problem. Also es kommt drauf an, welche Waffe. Also dieses MS-16, das war richtig schön zielgenau, aber die MK-16, die, boah, damit hat es ja nichts getroffen. Ey. Und auch mit der SVD, mit dem Scharfschützengewehr triffst du nichts. Ich hätte nachher das andere Scharfschützengewehr. Ja. Ich meine, wenn du weißt, wie sich das verhält, dann kannst du das ungefähr mit einberechnen, aber. Ja, aber der Vorteil ist halt bei dem gewesen, dass du gleich hinterher schießen kannst. Wenn du die getroffen hast, dann sind sie eh rumgekippt. Oder standen an derselben Stelle rum und dann kannst du gleich nochmal hinterher schießen.
Ey, der Abspann, der kommt da immer neu, oder? Ich scroll den schon durch wie ohne Ende. Echt? Ich scroll mal mit, weil ich hab das noch gar nicht gemacht hier. Ubisoft Kiev? Nee, ich glaube, der kommt nicht immer wieder, aber... Also bei mir schon viermal neu oder so. Ich glaube, du hast zu viel Zielwasser getrunken. Meine ist gerade eben durchgelaufen. Jetzt ist fertig, ja. Ja, also, hier seht ihr den Haken, haben wir gemacht. Nächste Woche dann, übernächste Woche dann, geht's auf den Mars, Lost the Mars. Jo, genau. Wird sicher auch lustig. Und dann danach Dead Living Zombies. Je nachdem, wie schnell wir das durchhaben, kann auch sein, wir machen mal beide. Wir wollten heute auch ein bisschen früher anfangen, aber es kam halt alles wieder. Wie immer kam es anders. Ja, richtig. Solange man nicht dein Geld damit verdient, ist das immer so eine Sache. Ja. Da muss man mal gucken, dass man manche Sachen dann halt ein bisschen planmäßig umändert. Aber ja, das sollte was kommen. Videos sind auch zum größten Teil alle beschriftet. Nachher muss ich noch eins hochladen. Das muss ich hier wieder rendern und noch mehr hochladen. Ja. Oh, obwohl das beschriften, Thumbnails machen und nachher auch gucken, wann was veröffentlicht wird. Das ist das, was immer am längsten dauert. Gleich nach dem Aufnehmen. Ja. Na gut. Das alles ist klar. Wenn man das anfängt. Aufnehmen, das macht Spaß. Auch das Rendern ist alles ganz cool. Aber ja, das Beschriften. Und hätte ich gern jemand. Okay, ich düse mal hier aus dem Stream raus. Bedanke mich nochmal Fürs Zusehen. Hoffe doch, bis zum... Ich weiß nicht,